So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gems of War. Auf geht's weiter im Schuppennebel. Ich war nicht ganz ehrlich zu dir, mein Freund. Ich bin nicht der, für den du mich hältst, aber diesmal sage ich die Wahrheit. Ich bin ein Meuchelmörder. Ich habe den Auftrag, den König der Naga zu töten. Ein Schwert liegt hier begraben, zusammen mit einem alten Dämon. Das brauche ich. Durchkämmt die verbotenen Becken nach einem Dämon und einem Schwert. Betretet die verbotenen Becken. So, Main-Dingensen, ne? Wobei, wir wollten ja scheinbar diesen Quick-Farm-Team nehmen. Gucken wir uns einfach das mal an. Normal, ja. Weil hier es natürlich mehr Belohnung gibt, ne? 25% Bonus sehen, machen wir vielleicht auch schwer, ne? Checken wir mal so ein bisschen auf schwer ab. Ob das ein bisschen... Ja, was besser ist. So, was hat er? Okay, also das ist erstmal das erste, was ich immer skillen werde, oder? Das hier? Achso. Schon lächerlich. Geht mir noch ein bisschen zu schnell? Achso, nein, na klar. Logisch. Alles gut. Ich brauche grün, gelb, braun und lila. Extra Turn. Okay. Hab wohl nicht mehr viel Leben gehabt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Sucht in der Mitte der Becken. Ach so, verteile 8 Schaden zu. Ach so, klar. 16, 24, also jeder würde durchschnittlich 6 Schaden kassieren nochmal. War weniger klar, ja, ich weiß. Bam, 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 bam. Magie brauche ich hier nicht. Ist er ja. Au. Seid ihr fies. Boah, der wäre ein 5er Schädel gewesen. Also ein 5er Schädel-Kombo. Der Dolch, ich habe ihn. Dolch? Ja, im Buch klang er größer. Ich dachte, er wäre ein Schwert. Das ist die Waffe, mit der Naga-König sein Ende finden muss. Und dann werde ich meine Belohnung mit dir teilen. Jetzt, da du meinen Auftrag kennst, kann ich dir sagen, was uns als nächstes erwartet. Der Naga-König, er ist viel auf Reisen, wir müssen ihn finden. Die Lamia, sie wissen alles, wir werden sie fragen. Finde den Aufenthaltsort des Naga-Königs heraus, verlass die verbotenen Becken. So wirklich warm bin ich mit dem Quick-Farm-Team noch nicht, aber mal gucken. Wird schon noch. Mana Surge. Kriege ich denn mit den... Ja, ich krieg mal einer. Das war das, was ich gerade wissen wollte. Bam.
In lila. Rot brauche ich aktuell nicht, oder? Das ist schon mies, ne? 67 und auf geht's. Naturbeherrschung. Neue Waffe? Nein. Macht sich auf die Suche nach weiteren Lamia. Aber Quick Farm Teams sind eigentlich nur für später sinnvoll, wenn man halt die ganze Mission und alles schon gemacht hat. Bin ich der Meinung. Schwöre ein Spinnenfarm, ey. Spinnenschwarm, mach ich ja richtig. Danke. Nicht braun und lila. Mana Surge. Mana Surge. Wow. Ach so, klar, weil ich mich selber angegriffen habe. Clever. Jeder fügt ihm 6 Schaden zu. Bevor die Disney, wobei ich kann ja. Ich kann ja. Zack. What? Okay, ist geplatzt hier der Gegner. Warum auch immer. Lamia und Zauberer reisen gemeinsam. Seltsam. Wie es scheint, empfängt der Nagerkönig eine Delegation aus Karakot. Und zwar in seinem Palast. Ja, ich bin genauso überrascht wie du. Ich wusste nicht, dass er einen Palast hat. Ich habe einen listigen Plan. Die Abgesandten, wir müssen sie ausschalten, damit wir ihren Platz einnehmen können und zum Nagerkönig vorgelassen werden. Lauert der Delegation auf Karakot auf, aus Karakot auf und nehmt ihren Platz ein, greift die Gruppe der Abgesandten an. Und die Schwierigkeit ist schwer, ja. Das ist ein bisschen schwerer. Das hat AOE ist schon geiler Move. Ne? Ich habe 8 braune geschluckt und der Typ hat nur 8. Kacke. Nein, also Rot will ich wirklich am wenigsten haben. Dass das echt am wenigsten bringt. Fuck. Mit meiner dreckigen Rüstung. Warum macht das so ein Damage, Mann? Ich muss gleich mal die Grafik ein bisschen, die Schnelligkeit runtersetzen. Bezwingt die Abgesandten. Schon gesehen, die. Oh Gott, ist das langsam. Wenn man das nicht mehr gewohnt ist, dann ist das echt super räudig, ey. Ich habe mir mal ein Video angeschaut gehabt, wo ich. Also im Anfangsvideo. Wo es halt so langsam ist und. Alter, holy, wie konnte ich so spielen? Geht ja mal gar nicht. Was macht er denn da? Heilige Kacke. Alter, wie kann man denn so bitte spielen, ja? Nein, gib mir.
Eieiei. Ei. 29 Damage habe ich gerade gemacht. Ist jetzt nicht so ohne weiteres, ne? Muss man schon mal sagen. Ah, so eine Kacke, ja. Boah, ist das super ekelhaft, holy. So, haben wir 2, 4, 16 Schaden. Dann muss. Töte ihn sowieso. Aber der Steinring ist schon crazy. Ha, du gibst einen feinen Zauberer ab, mein Freund. Die Naga werden gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wir sind fast soweit und dann feiern wir unseren Reichtum feiern. Nicht gerade ein sehr prunkvoller Palast. Andererseits, die Naga sind so ganz anders als wir. Bist du bereit? Dann nichts wie hinein, du zuerst. Betrete den Naga-Palast und versuche den Naga-König zu meucheln, betrete den Palast. How ist das nicht sofort erkannt? Na? Ist das schön, wenn es wieder so schnell geht. Alter, das war ja super räudig. Der Schaden ist schon leicht pervers, muss man sagen, ne? Aber das muss zuerst kommen. Der Pfeilschuss. Na toll. In Lilla. Ja, nehmen wir die blauen. Nehmen wir die gehen mit. Das ist dämlich. Das ist ja mal absolut krass. Nähert euch dem Thron. Der Schlagenhof. Nicht der Schlangenhof, sondern der Schlagenhof. No Fear Return. Warum will ich nicht haben? Es gibt keine andere Möglichkeit hier. Oh ja. Und die hat schon. Ach nee, na, no, ist egal. Ist egal, alles gut. Autsch. Kann ja auch Schädel zerstören. Millionen Schädel. In Lilane. Alles schlecht, wenn ich irgendwas in Lila verwandeln würde. Braun, da hätte man 3er-Turn. Naja. Oh, ist natürlich ungünstig, weil ich mir dann was weggenommen habe, aber ist egal. Bam! Weg mit dir. Bezwingt den König. Eine Königin der Naga. Na la, na klar. Sehe ich da ein paar braune Edelsteine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 Schaden. Oh.
Macht schon guten Damage hier, ne? Muss man schon mal sagen. Ist schon ganz ordentlich, muss man sagen. Gefällt mir das Team. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wasserbeherrschung, aber alle, dann alle auf 11 Minimum. So. Die Königin ist tot und ich habe ihr Amulett. Königin, König ist auch unwichtig. Ich weiß, ich habe König gesagt. Das war gelogen. Ich bin gar kein Meuchelmörder. Komm, lass uns fliehen. Das erkläre ich dir alles. Ein dauerhafter Lügner hier. So, gehen wir mal raus erstmal. Deine Zeit ist nämlich schon da rum, meine lieben Freunde. Wir kriegen jetzt 55 Gold pro Stunde. Heißt nach einem Tag über 1000 Gold. Das ist natürlich schon geil. Und die Ventures sind immer noch Eistrolle. Und da würde ich sagen, meine lieben Freunde, ganz kurz mal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die Klasse haben wir bald fertig. Dann können wir die nämlich mitnehmen als rote Waffe. Ja. Elfige nur noch. Ah, freue ich mich schon drauf. Und bis dahin. Ciao, Leute.